Da stehen wir nun vor Richards Haus. Und schauen mal, was der Gute zu bieten hat. Und damit erstmal herzlich willkommen zum 6. Part von The Legend of Zelda. Links erwecken. So, hallo. Über Frösche. Erstmal, wie man es macht, Randale, ne? Er sei gegrüßt. Vermutlich sieht er es mir nicht an, aber er ist leblich in einem Schloss. Doch dann wurden die Diener von Monstern verzaubert und ich war gezwungen, das Schloss zu verlassen. Ich musste meine Villa fliehen. Doch er ist auf der Suche nach etwas. Ich kann ihm vielleicht helfen, aber erst möge er mir das goldene Blatt bringen, das ich bei der Flucht verloren habe. Okay. Großartig, genau gesagt handelt es sich um 5 goldene Blätter und ich will sie alle. Vergesst ja nicht, auch eine Schaufel mitzubringen. Viel Glück. Okay, also jetzt bräuchten wir auf jeden Fall die Schaufel aus dem Laden. Oder was wir jetzt auch noch machen könnten, ist mal bei Boris vorbeizuschauen. Er sagt ja auch sowas wie ausbuddeln, ne? Aber wenn wir da schon auf dem Weg zurück sind, können wir auf jeden Fall noch was holen. Weil ich habe ja noch eine Runde gestreamt. Beziehungsweise, ja, ich habe gestreamt. Wenn das hier läuft, wahrscheinlich schon der zweite Stream. Wo ich dann zu dem Fortschritt hier aufschließe. Mal nebenbei auf Twitch. Wir können hier ein bisschen abkürzen. Dieser Zombie, geh weg. Genau. Warte mal. Was ist hier eigentlich? Hoppala. Grantrudis Reformhaus. Mambus Teich. Schauen wir doch da auch mal rein, weil das ist genau die Abkürzung zu dem Weg, wo ich hin will. Sehr schön. Hallo. Erstmal guter Gast und zerstöre alles. Ein Reformhaus. Schau mal, was du hast. Hallo, ich bin Trantrudi. Ich verkaufe dir ein Geheimnis, dass das hier gefallen wird. Jetzt hast du mit 42... Ja, locker. Alles klar, Süßer. Du hast eine gute Wahl getroffen. Hier, ich gebe dir meinen geheimnisvollen Balsam. Wenn all deine Herzen leer sind, wirst du damit automatisch wieder gesund. Als geschenktes Haus werden all deine Herzen aufgefüllt. Okay. Ah. Ein bisschen schnuppern, wa? Und schon sind wir fit, also Riechsalz bestimmt. Und eigentlich wollte ich hier hin. Und hier ist auch Boris Haus. Genau, wo wir auch die Schaufel bekommen. Denke ich mal. Oh, was für ein seltsamer Geh. Schau dir das doch mal an. Ah, das ist ein Teleport. Sehr gut. Können wir für später auf jeden Fall gebrauchen. Was ich aber auf jeden Fall will, ist eine magische Zaubermuschel holen. Sie könnte da diesen Felsen hier, glaube ich, verbirgt. Genau. Noch eine Zaubermuschel, wozu die wohl gut ist. Und ich werde dann nochmal in den Wald gehen. Vielleicht machen wir das auch gleich. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir erstmal zu Boris. Oh, was ist ein Herzteil? Ich kann mir das erzählen, was ihr wollt, aber ich hole mir erstmal das Herzteil. Wenn das so einfach zu holen ist, holen wir uns das doch. Oh, noch ein Herz. Sehr schön. So, jetzt geht's aber mal zu Boris. Vielleicht gibt's eine Schaufel, ansonsten muss ich mir die halt kaufen. Da wären wir also. Ich will dir was Interessantes zeigen. Du hast dich ein bisschen auf der Insel herumgetrieben und dich umgesehen. Das sagt mir mein Gefühl. Ich wollte kleine Kammern, die von den Labyrinthen auf der Insel inspiriert sind. Wenn man die hier hineinsteckt, werden andere Labyrinthe daraus. Es funktioniert, wer weiß das schon. Jedenfalls brauche ich deine Hilfe, um zu sehen, was man damit alles machen kann. Erzähl von den Labyrinthen, in denen du gewesen bist. Das inspiriert mich dazu, neue Kammern für dich zu bauen.
Schon mit ein paar Kammern kannst du ein einfaches Labyrinth bauen. Je mehr Kammern du hast, desto komplexer werden sie dann. Such mit den Kammern, die du hast, meine Herausforderung zu schaffen. Aber es reicht nicht, ein Labyrinth zu bauen. Du musst dich auch hindurchkämpfen. Ich bin allerdings kein Labyrinth-Architekt und auch kein Abenteurer. Das alles ist deine Zuständigkeit. Wenn du mich beeindruckst, winken dir Belohnungen. Das sollte die Arbeit doch wert sein. Ist das ein Kammerstein? Ah, dafür brauchen wir die Steine also. Aus denen kann ich besondere Kammern machen, wenn du einen findest, bring ihn zu mir. Sieht aus, als hättest du eine Menge erlebt. Setz dich und zähl mir davon. So, hier, ne? Und, Schwert auf die Rübe. Ja, und dann, ja. Du hast neue Kammern erhalten. Setze sie in ein Labyrinth ein, um zu sehen, was sie enthalten. Was möchtest du tun? Erstmal abreden. Jetzt machen wir mal in aller Ruhe. Mama macht nichts. Ich dachte, wir kriegen von ihnen eine Schaufel oder so. Schade. Gut. Dann müssen wir so oder so zurück. In den Wald. Kürzen wir aber hier ab. Was können? Was ist eigentlich mit dem Teich hier? Noch nix. So, hier ein bisschen umschauen. Wir können auf dem Friedhof auch mal kurz gucken. Okay. Geister scheinen unbesiegbar zu sein, aber lass uns mal hier. Ne, warte mal, den Göllchen hatten wir ja schon, ne? Genau, da können wir noch nichts machen. Jetzt wieder so ein kleiner wilder Durcheinanderpart. Der uns hier aber nichts bringt, momentan. Weil ich weiß gerade nicht, was ich hier soll. Deswegen, ja. Nehmen wir uns mal die Schaufel. Davor gehen wir eben noch durch den Wald. Gucken mal, was so abgeht. Weil das sind noch ein, zwei Sachen, die ich noch nicht erkundet... Aua, die ich noch nicht erkundet habe. Ich finde mir nebenbei nochmal den... Pilz. Und dann da im Möwendorf muss ich auch noch das Schaum mit Felsen. Sehr gut. Jetzt kriegen wir aber erstmal hier rein. Weil hier haben wir noch nicht drin. Okay. Geht noch lange nichts, oder? Gerade noch so, Mann. Und dann haben wir 50 Rubine. Sehr gut. Die kann ich schon mal schnappen. Nichtsdestotrotz sollte ich hier was anpinnen. Und zwar ein Herz, genau. Genau. Das Ding kann ich noch nicht holen. War wahrscheinlich sowas wie ein Greifhaken oder irgendwas, wo ich wirklich fliegen kann, sage ich mal. Ha! Ich habe aber noch irgendwas, wo ich nicht gesehen habe oder übersehen habe. Ist gerade am Schauen. Ich glaube, es gab hier noch ein Herzteil, was ich noch nicht hatte, oder? Täusche ich mich gerade? Und zwar hier. Da habe ich das schon geholt. Ich glaube, ich habe es schon geholt, ne? Wir werden gleich sehen. Wie gesagt, hier nochmal so ein kleiner, aber feiner Durchschauen, nochmal überprüfen Part. Okay, haben wir schon. Gut. Hat cool, hat Paletti. Dann haben wir, glaube ich, hier jetzt so alles. Schon hätte auch durchgehen können. Naja. Wir müssen eh nochmal zurück ins Dorf. Dadurch passt das. Dadurch passt es ja eh. Weil ich noch eine Tür noch vergessen habe. Und zwar nicht hier. Sondern da oben.
Junge, fang. Schade. Nicht gefangen. Traumschrein. Was kann man hier machen? Traumschrein. Okay. Na super. Na super. Okay. Ich denke, man muss da noch mal raus. Kann ich das überhaupt schon machen? Wir probieren es doch einmal. Alter, hat es mir viele Herzen abgezogen. Really? Jetzt hat er die Hälfte meiner Herzen abgezogen. Sehe ich gerade. Nee. Ich glaube, da komme ich auch erst später hin. Gut. Wir haben uns jetzt eine Schaufel. Schauen einfach mal, wie wir dann weiterkommen hier im Tippenspiel. Sorry, Huhn. Das war keine Absicht. Und wenn doch, dann war es der Traumschrein. Lass mal gucken, kann ich weiß nicht, ob ich das nach der letzten Folge schon gemacht habe. Ja, die Aufnahmen sind jetzt nicht so lange her, ne, alle, aber wichtig ist gucken. Ne, gerade nichts Interessantes. Gut. Bis auf Geld. Nichts Interessantes zu holen. Müssen wir uns saure Ding beißen und uns die Luxusschaufel holen. Jo. Vielen Dank und bis bald. Ja. Wir sollten die Luxus-Super-Duper-Schaufel erhalten. Holen wir uns das Ding einfach auch gleich mal. Wenn wir das Geld haben. Bis bald. Jetzt brauche ich für irgendwas 50 Rubine oder so. Okay, kein neues dazu. Ne, sagen die ja immer. Genau, gut. Dann müssen wir jetzt mal. Ein bisschen rumgraben. Hier sind ja eh so ein paar Löcher hier und da. Bringt mir aber nichts. Gut. Dann müssen wir mal Richtung Schloss gehen, welches rechts vom dem Typi ist. Die Frage ist natürlich, wie komme ich da hin? Da steht es nämlich nochmal. Schloss Kanale, 10 Minuten. Erst nach rechts, dann nach links. Nach oben, sorry. Oh, schön, wie sie da im Kreis gehen. Sogar ein Herzteil. Okay, irgendwann müssen wir da rein. Wenn wir mal schwimmen können, glaube ich, ist das hier interessant. Da können wir hier. Ja, so kommt man hier rüber. Okay, ich wollte probieren, ob ich die graben kann. Irgendwas kann ich mit den anderen Steinen auch mal machen, ne? Schön, dass sie uns zumindest die Richtung mal vorgeben. Oh, Bombe! Aber gut, jetzt fragen wir mal den Alten, der weiß doch eigentlich immer so viel.
Ja, hier, Ulrira, hast du noch nicht alle 5 goldenen Blätter? Dann leg doch mal eine Bombe an verdächtig aussehende Stellen. Ich hoffe, das hilft. Glück. Ich habe jetzt aber nicht, ich muss noch eine Bombe kaufen, Mann. Es wird bestimmt irgendwo mal Bomben geben. Schloss Kleinert, 50 Schritte. Wo ich noch nicht reinkommen, okay. Mein Herz, das ist ein Affe. Ah, ich habe für dich Bananen, Kollege, wenn du die suchst. Bananen, Bananen, oh Kiki, will sie haben, gibst du sie Kiki, yo. Bananen, 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 oh Kiki freut sich, Affen, kommt, bedankt euch. Was bauen die mir da? Vielen Dank. Eine Brücke reingebaut. Cool. Chef erledigt. Weg mit Affenzahn. Kiki, kiki, kiki. So, das ist ne. Was haben wir jetzt bekommen? Du hast einen Stock gefunden, den einer der Affen zurückgelassen hat. Jetzt gehört er dir. Toll. Hier mein Stock. Okay, böse Sora. Ich muss jetzt echt ein bisschen umschauen. Schauen, wo wir hier sind. Ah, jetzt sind wir wieder da. Okay. Gut. Viel zu viele Sachen. Zodorf, Zwergenbucht. Gut, da müssen wir auf jeden Fall mal nicht hin. Oh. Ich muss halt irgendwas finden, was sich Bomben schimpft, ne? So, wer bist du denn? Muschelbazar. Okay. Wahrscheinlich ist das seine Muscheln. Oh ja. Sind da 4 oder 5? Okay. Dann zumindest mal zum Muschelbazar wieder zurück. Das ist trotzdem die Frage, ne? Was tust du hier? Lass uns mal ins Schloss gehen. Vielleicht haben die ja Bomben. Ja, wünschen Sie. Oh, und dann noch Roboter und starke Ritter. Ich komme nicht wirklich weiter. Moment. Oh, doch. Ich komme hier weiter. Aber ich habe jetzt echt keine Lust, eigentlich mir Bomben kaufen zu müssen. Was sagt er hier noch? Ja, noch nicht gefunden. Nimm dir doch die Krähe in der Nähe des Schlosses mal vor. Die Krähe in der Nähe. Tschüss. Die Krähe in der Nähe des Schlosses. Okay, ich glaube, gib mir Tipps. Zu den einzelnen Blättern. Hm, das schaffen wir sogar. Sehr cool. So schwer sind die gar nicht. Und zu zweit sind sie eine Herausforderung, die Ritter, aber so geht's eigentlich. Ich bin nur ein kleiner Typ in grünem Gewand. Hey, du da. Ich
Ich muss dich da irgendwie runterscheuchen. Na gut. Ein Rubin. Noch einer. Was ist hier? Nix. Okay, jetzt schauen wir nochmal zur Eingangstür. Kam ich da nicht rein? Yo. Okay. Ein goldenes Blatt. Okay, das Schloss ist gar nicht so verkehrt. Sehr schön. Du hast ein goldenes Blatt gefunden. Sehr gut. Sehr schön. Wir haben zumindest ein bisschen schneller gefühlt als die Moblins. Ah! Oh, es scheint so, als hätte sich das Burgtor geöffnet. Nun kommst du leichter nach draußen. Sehr gut. Muss jetzt nicht nochmal unten rumhüpfen. Okay, das sind verdächtig aussehende Stellen. Warum ja? Ach du Scheiße. Auf jeden Fall Bomben. Muss ich echt Bomben kaufen? Das habe ich doch irgendwann mal bekommen, habe ich gedacht. Na, ja, schauen wir. Wir haben auf jeden Fall mal schon 1 von 5 goldenen Blättern. Ah, Bomben! Yes! Wie viele eigentlich? Eine. Wow. Wo wollen wir die einsetzen? Das ist eine Bombe, die ich habe. Ah, okay, das ist der Raum dahin. Nichtsdestotrotz. Tollen Ritter. Nächstens eine Bombe spawnen lassen würde. Nein. Ist gut zu wissen. Jetzt spawnen zumindest auch Bomben. Das ist nämlich nur irgendwie das, was in der zweiten Tür dahinter ist. Das eine war ein Ritter, okay. Noch eine Bombe, sehr schön. Ein Herz. Gut, nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem noch mehr Bomben. Oder kommt dann irgendwie hier ein Bombenlager, wenn ich da jetzt das Richtige auswähle? Vielleicht. Okay, eine Tür ist auf jeden Fall kaputt, das ist super. Hier gibt es doch irgendwas, oder? Ja, noch ein goldenes Blatt. Sehr schön, hat sich doch mal gelohnt. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich noch einen kleinen Verdacht. Aber es waren schon... Abala. Verschluckt. Verdammt. Strafe. Da die Tür zumacht, der Feigling. Hier kommt noch eine Bombe. Mehr geht im Schloss ja auch gerade gar nicht, ne? Schade eigentlich. Wie kann man die hier zerstören, die Tür?
Nein. Na gut. Dann was für den heutigen Part. Ja. Ich mache da mal schlau mit den goldenen Blättern und den Bomben generell, wie es ja am besten weitergeht. Wenn es so ist, dass wir dass wir Bomben brauchen, dann werde ich offscreen welche holen. Um euch hier ein bisschen den Weg zu vereinfachen oder zu kürzen, ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei The Legend of Zelda Link's Awakening. Bis dahin, Servus und Fertig!